Wir starten jetzt mal unsere Reise nach Südkalifornien und begrüßen Sie hier zu diesem Themenabend bei und mit Canusa. Herzlich willkommen dazu. Unsere Reise geht heute nach Palm Springs, nach San Diego und nach Santa Monica. Drei tolle Destinationen im südlichen Kalifornien, die wir Ihnen heute ein bisschen näher bringen. Highlights verraten, aber auch natürlich Geheimtipps. Und wir von Canusa, die wir Ihnen dafür zur Verfügung stehen, sind auch live dabei. Meine Kolleginnen Annegret Rousseau, unser Head of Product für den Bereich USA-Reisen, und Julia Hebenbrook, unsere Marketing-Managerin, die das ganze Webinar heute Abend initiiert und aufgesetzt hat. Und unser Gründer und CEO Thilo Krause-Düno ist auch dabei und steht Ihnen persönlich im Chat für Fragen und Antworten zur Verfügung. Sie können also die ganze Zeit während des Abends Fragen stellen, die entweder auch sofort im Chat beantwortet werden oder Thilo wirft sie ein, wirft sie Steffi zu, die sie dann spontan beantworten kann. Andere Fragen sammeln wir vielleicht und beantworten sie dann am Ende des Webinars. Gehen also auf jedes Thema ein, was erfragt wird, und freuen uns auf rege Beteiligung. Wir sind heute Abend dabei mit unserem Medienpartner 360 Grad Medien, über den wir auch unsere Reiseführer zum Beispiel selber gestalten und auch die wir in unserem Gewinnspiel mit integriert haben. 360 Grad Medien stellt zwei Reiseführer zur Verfügung und zu gewinnen gibt's. Und das Gewinnspiel starten wir am Ende des Webinars, des Abends, gibt es auch noch zwei Reisegutscheine im Wert von 100 Euro zu gewinnen. Ich Im glaube, Paket das solltet ihr jetzt von den ausmachen, ne? Reiseführern. Da ist jetzt irgendwie was falsch gelaufen gerade. Richtig. Die Fragen kommen nachher, denn die Antworten verbergen sich natürlich auch im Vortrag von, und damit können wir sie vorstellen, Stefanie Ahlers. Schön, dass du dabei bist. Stefanie Ahlers repräsentiert unter anderem diese drei Regionen innerhalb von Kalifornien und führt uns durch den Abend. Vielen Dank, Olli. Dabei Ich sind freue mich auch, dass wir ich gerne. da bin. Steffi, du warst ja jetzt auch gerade im Dezember in Ja. Kalifornien, auch unter anderem mit Annegret aus unserem Genau. Team. Habt also ganz frische Eindrücke, die bestimmt auch heute Abend in den Abend mit einfließen. Und wir hatten ja auch schon Genau. ein anderes kalifornisches Thema vor wenigen Wochen laufen und freuen uns jetzt, dass es sicherlich einige Wiederholer gibt, die wieder eingeschaltet haben und dann wahrscheinlich einige neue, die sich besonders für diese drei südlichen Regionen in Kalifornien interessieren. Ich bin auch ganz gespannt. Ich kenne alle drei persönlich und muss sagen, ja, ich könnte mich kaum entscheiden. Es sind alles drei tolle Städte, tolle landschaftliche Regionen, auch die unheimlich viel zu bieten haben. Und ich bin gespannt, was ich heute Abend noch Neues dazulernen kann. Ja, ich denke auch, Ich die werde dir. Kombination von allem macht sehr viel aus. Diese Vielseitigkeit, das ist auf jeden Fall, also mir würde es auch schwer fallen, mich für eins zu entscheiden, aber ich denke mal, die Kombination ist schon super. Auf jeden Fall. Steffi, ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich eingangs sagen wollte. Nachher gibt es, wie gesagt, das Gewinnspiel und während des Abends stellen Sie gerne alle Fragen. Thilo Krause-Düno begleitet uns im Hintergrund und steht uns als Host des Chats zur Verfügung und ja, wirft dir vielleicht auch die eine oder andere Frage spontan zu, Steffi. Gerne. Viel Spaß dir und wir sehen uns nachher wieder. Alles klar, dann starte ich hier mal. So. Dann starte ich mal auf meine Reise durch Südkalifornien. Ganz am Anfang, ob das hier weitergeht. Jetzt, genau. Ja, kurz mal zum Einstieg eine Karte von Kalifornien.
Kalifornien ist ja relativ groß, hat unheimlich viel zu bieten und ich denke mal, das ist halt auch das, was Kalifornien ausmacht. Diese Vielseitigkeit, deshalb auch so ein beliebtes Rundreiseziel, wo man gut und gerne 2, 3 Wochen verbringen kann. Und das Besondere an Kalifornien ist eben, dass man ganz viele Sachen miteinander verbinden kann. Also ganz bekannt und ich denke mal, das ist das, was ich heute vorstelle. Das ist auch das, wofür Kalifornien steht. Ist sicherlich Südkalifornien, sagen wir, das ist das, denke ich mal, was die meisten Menschen mit Kalifornien verbinden. Halt der Strand, der Pazifik, dieser Lifestyle dort am Strand, das typische Südkalifornien, das Warme mit den Palmen und was alles dazu gehört. Aber Kalifornien hat noch ganz andere Seiten. Wir haben wunderschöne Berge, Nationalparks, riesig Skigebiete, wo im Moment gerade Schnee fällt ohne Ende. Da können die Alpen nur von träumen. Und auch sehr viel Wüste hier in Kalifornien. Einfach unheimlich viele verschiedene Landschaften, die man ganz toll in einer Reise verbinden kann. Heute, wie gesagt, geht es aber um den Süden von Kalifornien. Das würde ich immer sagen, klassische, typische Kalifornien, was wir halt alle damit erstmalig assoziieren. Das ist einmal San Diego, die südlichste Stadt an der Grenze zu Mexiko. Dann Santa Monica, sozusagen der Strand von L.A. und die Greater Palm Springs, die mitten in der Wüste von Kalifornien liegen. Und man glaubt gar nicht, aber ein Drittel von Kalifornien ist tatsächlich Wüste. Oh. Und mittendrin liegt jetzt halt... Jetzt warst du eingefroren gerade. Ja, bin ich wieder da? Jetzt bist du wieder da. Super. Ich war jetzt gerade bei Palm Springs. Ich hoffe mal, der Rest ist auch irgendwie angekommen. Palm Springs liegt halt mitten in der kalifornischen Wüste. Und ist halt wie so eine wunderschöne Oase mittendrin, die man auf jeden Fall mal besuchen sollte. Zilos Hintergrund ist auch Palm Springs, da kann man schon mal sehen, wie es dort ausschaut. Ich starte mit San Diego. San Diego ist die zweitgrößte Stadt Kaliforniens. Das glauben viele gar nicht. Die größte Stadt ist L.A. mit knapp 4 Millionen Einwohnern. Und danach folgt schon San Diego mit ungefähr 1,4 Millionen Einwohnern, ein paar weniger als Hamburg. Ist aber trotzdem eben innerhalb von Kaliforniens die zweitgrößte Stadt. Die drittgrößte ist nicht San Francisco, sondern da kommt noch San Jose, also das Silicon Valley. Und erst dann kommt San Francisco mit knapp 880.000 Einwohnern. So ein bisschen wie Frankfurt, wo auch immer viele Leute denken, dass Frankfurt zu groß wäre. Aber San Francisco ist halt gar nicht so riesig. Von daher eine ganz andere Einordnung hier. Und San Diego ist tatsächlich die zweitgrößte Stadt von Kalifornien. Es gibt einen Direktflug ab München mit der Lufthansa. Der Vorteil, wenn man direkt nach San Diego fliegt, ist, dass wenn man in San Diego ankommt, man das einzige Flugzeug ist, was international ankommt. Also nicht wie an den großen Flughäfen von L.A. oder San Francisco oder noch 7 bis 10 andere Flugzeuge landen, mit denen man dann schön zusammen alle an der Immigration steht und hin und wieder schon recht lange wartet. In San Diego ist das nicht der Fall. Die Lufthansa-Maschine ist in dem Moment dann die einzige internationale Maschine, die ankommt. Und entsprechend ist auch die Wartezeit hier am Flughafen relativ gering. Was noch hinzukommt, ist, dass der Flughafen von San Diego mitten in der Stadt liegt. Man ist halt wirklich sehr schnell dann auch im Hotel und muss nicht noch lange fahren, kann irgendwie mit dem Uber fahren, mit dem Shuttlebus oder direkt seinen Mietwagen dann dort abholen. Die Lufthansa fliegt 3-mal die Woche von München nach San Diego. Andererseits kann man natürlich auch mit sämtlichen anderen Fluggesellschaften nach San Diego kommen, bloß eben nicht direkt von Deutschland. Das ganz Besondere an San Diego ist eigentlich der perfekte Mix aus Strand und Großstadt. Wie man hier schon im Hintergrund sieht, wir haben halt ein großes Downtown hier, großes Stadtzentrum mit allem, was dazugehört. Aber gleichzeitig ist man halt auch sehr, sehr schnell an seinem Resort-Hotel am Strand. Das sind meistens nur 10, 15 Minuten, die von der Innenstadt entfernt sind. Und San Diego hat halt sehr viel Strand. Wir haben hier insgesamt 112 Kilometer Küste. Das ist zum einen die Küste halt direkt am Pazifik. Auf der anderen Seite haben wir aber auch ganz viele Inseln, Buchten, kleinere Bays, wo dann halt auch ganz ruhiges Wasser ist, gerade für Familien mit Kindern dann auch ganz geeignet. Aber viele Hotels liegen halt auch direkt rundherum an diesen Stränden. Und so ist das, finde ich, für mich eine perfekte Kombination, weil man, wenn man halt in seinem Resort-Hotel am Strand ist, gar nicht mehr merkt, dass man in der Innenstadt ist oder in einer großen Stadt ist. Aber wenn man dann abends nochmal was erleben möchte und auch sowohl die kulturelle Szene als auch die Restaurantszene hier genießen möchte, viele Attraktionen hier in San Diego eben auch, dann ist das alles nicht weit weg. Im Vergleich in Los Angeles ist halt
Die Innenstadt vom Strand schon ein Stück weg. Da werden viele Distanzen öfter mal unterschätzt und da steht man dann schon ein bisschen länger im Verkehr oder muss länger mit dem Auto fahren. In San Diego ist das alles ein bisschen dichter zusammen. Und San Diego ist halt auch eine Stadt, die für jemanden, der das erste Mal in den USA ist, eigentlich eine schöne Stadt für den Anfang, weil eine Stadt ist, die gut zu verstehen ist, wo man sich schnell zurechtfindet und ganz entspannt und einfach ein toller Einstieg. Ja, typisch für Kalifornien haben wir natürlich tolles Wetter, Durchschnittstemperatur von 21 Grad, meistens sonnig im Wind und mild. Im Winter ist es auch schon mal irgendwie, das hat man auch mal 15, 16, 17 Grad tagsüber, aber die Sonne scheint meistens und deswegen kann man das auch dann sehr gut aushalten. Die Gegend ist ein wahres Outdoor-Paradies. Wassersport steht natürlich ganz hoch im Kurs. Surfen und alle anderen Sachen, die dazu fahren, Kajakfahren, Zapfahren, Kanufahren. Also es gibt halt sehr, sehr viele Möglichkeiten, aber auch ganz viele andere Sachen. Im Hinterland wird es sehr bergig, das heißt, man kann auch hiken gehen. Golfplätze gibt es viele, also man kann sich dort sehr gut austoben. Angesprochen hatte ich schon die weltbekannten Attraktionen, für die San Diego eben auch bekannt sind. Dazu gehört zum Beispiel SeaWorld San Diego, dann der große Zoo in San Diego, der wirklich wunderschön ist. Oder es gibt auch so Sachen wie das Legoland, ein eigenes Legoland hier in Kalifornien, das liegt halt auch in San Diego. Aber natürlich noch vieles mehr, von dem ich Ihnen jetzt noch ein bisschen erzählen werde. Hier nochmal ein Blick aufs Downtown. Mitte hier das Baseballstadion, liegt auch sehr zentral. Die spielen halt auch in der Major League, dann im Hintergrund das Convention Center. Und wie man schon sieht, die Stadt ist wirklich von Wasser geprägt. Rundherum ist halt sowohl, wie gesagt, diese Buchten und dann auch wieder Inseln. Dort sieht man jetzt Coronado Island. Das ist einfach total abwechslungsreich da und gibt halt der Stadt eine ganz besondere Atmosphäre. Dann als Kontrast hier die Strände, das ist jetzt Torrey Pines hier in der Ecke, ein bisschen nördlich von San Diego. Wunderschöne Steilküsten, ideal, um auch Sonnenuntergänge sich anzuschauen. Sehr beliebt bei Surfern mit sehr vielen kleinen Buchten. Ja, wie gesagt, ein bisschen felsig alles, aber wirklich wunderschön die ganze Gegend. Das ist einer der bekanntesten und sicherlich meist fotografiertesten Strände, Winton Sea Beach, der in La Jolla liegt, auch so ein bisschen nördlich von San Diego, wunderschön hier, auch sehr beliebt bei den Surfern. La Jolla ist auch bekannt so für so ein bisschen High-End, ein bisschen Luxus, aber eben auch für die Seehundkolonien, die man hier immer sehen kann, hier an der Bucht von La Jolla. Mal sind es mehr, mal sind es weniger, aber eigentlich sind immer welche da. Und das Treiben kann man hier wunderbar beobachten. Also das sind wildlebende Seehunde, die einfach die Stelle sehr attraktiv finden und sich hier sehr gern sonnen. Dann haben wir aber auch die breiten Sandstrände, wie zum Beispiel Coronado Beach. Das mit dem Hotel del Coronado im Hintergrund. Ja, eins der wirklich ein Wahrzeichen von San Diego, würde ich mal sagen. Ein sehr historisches Hotel, was schon über 100 Jahre alt ist. Wunderschön gelegen, ganz, ganz tolle Atmosphäre. Selbst wenn man nicht wohnt, sollte man da unbedingt mal hinfahren, sich einfach mal in die Lobby stellen. Hat ganz, ganz viel Geschichte, gerade so aus den alten Hollywood-Zeiten, mit tollen Schwarz-Weiß-Bildern von Aufnahmen, also einige Kinofilme sind hier auch gedreht worden. Und nebenbei ist es halt einfach ein wunderschöner Strand und die ganze Insel Coronado ist einfach, sollte man sich mal anschauen. Ist direkt mit der Brücke verbunden, mit dem Downtown von San Diego. Man kann aber auch mit einem Shuttleboot rüberfahren, ist in unmittelbarer Nähe sozusagen. Das ist das Gaslamp Quarter. Das Gaslamp Quarter ist eines der bekanntesten Ausgehviertel sozusagen hier in der Region. Hat halt sehr viele Bars, Restaurants, Rooftop-Bars, natürlich Clubs. Der Name stammt von diesen alten Gaslaternen, die man hier auch im Vordergrund sieht. Und so sind einige Straßenzüge halt mit diesen viktorianischen Häusern nett renoviert worden. Und es ist wirklich eine schöne Gegend, wo man sich auch als Familie wohlfühlt, wenn man da jetzt irgendwie einfach nur essen geht. Also es ist jetzt nicht nur eine Partymeile. Was auf jeden Fall auch sehr nett ist, ist Little Italy. Andrej, wenn du dich noch erinnerst, da waren wir ja auch gerade. Ein sehr lebhaftes Viertel auch. Natürlich sehr viele italienische Restaurants. Ganz viel spielt sich auf der Straße ab. Sind auch Livebands da. Viele Cafés. Einfach ein total lebhaftes, nettes, total angenehmes Viertel, wo man halt abends gut weggehen kann, aber auch einfach wirklich sehr, sehr lecker essen gehen kann. Dann sehen wir hier von oben auf den Balboa Park. Das ist einer der größten innerstädtischen Parks von Kalifornien. Sind über 17 Museen, viele Theater und auch der San Diego Zoo ist hier angesiedelt.
dieser ganze Park hat ganz viele alte historische Gebäude. Und die stammen von der Panama-Kalifornien-Ausstellung, die ab 1910, von 1910 bis 1916 hier war. Und Gott sei Dank hat man sich dazu entschlossen, diese Gebäude halt zu erhalten. Und in diesen Gebäuden sind heute halt viele der Museen drin. Wirklich ein wunderschöner Park, wo man einfach auch nett spazieren gehen kann oder eben, wie gesagt, diese zahlreichen Museen hier erkunden kann. Ist auch ganz, wie man sieht, halt wirklich direkt am Downtown dran, nicht weit außerhalb von der Stadt. Genau, hier das Wahrzeichen des San Diego Zoo, der erste Löwe, den es hier gab. Auf jeden Fall ein Besuch wert, ist als selbst eigentlich der ganze Zoo ist wie ein riesiger botanischer Garten. Da braucht man auch echt viel Zeit, der ist riesig groß. Es gibt auch eine Seilbahn über den ganzen Zoo. Man kann mit dem Bus, mit so einem offenen Doppeldeckerbus halt auch den erstmal so einen Überblick gewinnen. Ist auf jeden Fall ein Highlight und sicherlich einer der schönsten Zoos überhaupt in den USA. Dann haben wir SeaWorld auf der einen Seite das Aquarium. Dann aber auch, SeaWorld ist aber auch, bedeutet auch Achterbahn, viele Rides, ist halt durchaus auch attraktiv für jemanden, der jetzt nicht nur die Meereswelt sich anschauen kann, sondern ein bisschen Nervenkitzel dabei erleben möchte. Weil es in San Diego so viele Attraktionen für Kinder gibt, Legoland hatte ich ja auch schon erwähnt, es gibt Wasserparks und auch viele Museen für Kinder, hat sich San Diego schon vor langer Zeit, ich glaube, das Programm gibt schon über 10 Jahre, überlegt, so ein spezielles Angebot für Familien zu machen. Und so haben wir hier jedes Jahr im Oktober den Kids Free Month. Das bedeutet, alle Attraktionen sind für die Kinder frei und viele Hotels und Restaurants bieten in der Zeit auch wirklich gute Angebote für Familien an. Also das sollte man sich auf jeden Fall merken. Passt ja ganz gut in unsere Herbstferien rein. Wer mit Kindern unterwegs ist, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dann haben wir hier noch das Old Town von San Diego, ganz früher ja spanisch zugehörig sozusagen, heute sehr mexikanisch geprägt, diese Gegend. Kann man so ein bisschen in die Geschichte von San Diego eintauchen, mit vielen Geschäften, Souvenirshops, aber auch tollen mexikanischen Restaurants. Überhaupt die ganze Küche in Restaurantszene in San Diego ist ganz bunt, vielfältig und unheimlich lecker. Und hier, wie gesagt, der Schwerpunkt dann mexikanischen Restaurants, tollen Tapas-Bars, also alles, was das Herz begehrt, da sollte man auf jeden Fall auch mal vorbeigehen. Das ist eine ganz andere Seite von San Diego, und zwar, wenn man ein bisschen ins Landesinnere fährt, in den Osten, kommt man hier halt in die bergige Region und kann hier halt auch hiken gehen und klettern gehen. Das ist gar nicht weit von der Stadt entfernt, also so unterschiedlich ist halt hier die Natur. Was man überall am Pazifik wunderschön sich anschauen kann abends, sind natürlich Sonnenuntergänge. Das hier ist Torrey Pines, wunderschön auch zum Spazierengehen. Da hatte ich anfangs auch das Bild gezeigt mit dem Surfer. Wunderschöne Region, das ist ein ganz tolles Farbenspiel hier. Und ja, einfach zum Genießen, würde ich mal sagen. Dann geht die Fahrt langsam weiter, und zwar wollen wir jetzt als nächstes nach Palm Springs fahren. Wenn man jetzt den schnellen, direkten Weg fahren würde, würde man hier die Route rechts nehmen von San Diego und dann erst den 215er Highway und dann auf den 10er Highway direkt nach Palm Springs. Das dauert ungefähr 2 Stunden 20 Minuten. Der Vorteil an dieser Tour ist, dass es schneller ist und dass man oben sieht man hier Cover Zone, den Stopp. Das ist so eine halbe Stunde vor Palm Springs. Das ist eine riesen Outlet Mall. Eigentlich sind es 2 verschiedene Outlet Malls, die ineinander übergehen. Die haben allein 2 oder 3 Autobahnausfahrten. Also da ist wirklich alles dabei. Also alle Shops, die man sich vorstellen kann. Das wäre hier auf dem Weg, wenn man nach Palm Springs fährt. Da kann man aber auch so von Palm Springs mal hinfahren. Das ist nur noch eine halbe Stunde bis Cover Zone. Der weitaus attraktivere Weg, würde ich sagen, und das haben wir jetzt mit Angriff auf unserer Tour auch gerade festgestellt wieder, ist, wenn man sich ein bisschen mehr Zeit lässt, so viel mehr Zeit ist es gar nicht, aber das lohnt sich auf jeden Fall. Und zwar kann man erst direkt auf dem berühmten Highway 1 langfahren, zum Beispiel bis nach Oceanside, und fährt durch diese ganzen Beach-Communities von San Diego. Denn San Diego hat natürlich noch viel mehr zu bieten als das eigentliche Ende der Stadt, sondern wenn man in den Norden von San Diego fährt, kommt hier eine Beach-Community nach der anderen. Da kommt Del Mar, Torrey Pines, La Jolla, Encinitas, Carlsbad. Und wenn man da so durchfährt, dann ist man immer wieder direkt am Wasser, kann von da aus halt auch die Surfer sehen, die dort auf die nächste Welle warten. Man fährt vorbei an kleinen Boutiquen, netten Cafés, Restaurants, also wo man die ganze Zeit eigentlich stoppen möchte. Deswegen diese Strecke von San Diego nach Oceanside, die lohnt sich auf jeden Fall. Da kann man ganz viel von dem
Lebensgefühl und von der Atmosphäre hier, die zum ganzen San Diego County dazugehört, miterleben. Dann schlägt man sich so langsam Richtung Osten. Temecula ist eine Weingegend dort im Südosten, Nordosten von San Diego. Ist auf jeden Fall auch ein Stopp wert. Viele Weingüter, kann man auf jeden Fall auch eine Weinprobe machen, also eine sehr schöne Gegend. Und dann fährt man halt weiter so ein bisschen durch das bergige Hinterland, kommt langsam in die Wüstengegend und kommt dann da zum Coachella Valley Vista Point, wo man einen wunderschönen Ausblick hat. Und von da aus ist man ungefähr in einer Dreiviertelstunde dann in Palm Springs. Der Ausblick, den man dann hat, den zeige ich euch auch noch, und der sieht dann so aus. Das ist die eine Seite. Hier sieht man im Hintergrund, sieht man halt schon das Coachella Valley, in dem sich unter anderem Palm Springs, aber auch ein paar andere Orte befinden. Und dann zur anderen Seite geblickt, sieht man diesen Ausblick. Und das zeigt auch so ein bisschen die Vielfältigkeit von Kalifornien. Man ist hier mitten in der Wüste und sieht aber im Hintergrund schon die schneebedeckten Berge der High Sierra. Und die haben dieses Jahr, wie ich schon eingangs sagte, unheimlich viel Schnee abgekriegt. Das sieht jetzt noch viel anders aus. Das war jetzt im Dezember, da hatten sie auch schon ordentlich was abgekriegt, aber inzwischen sind da noch ein paar Meter dazugekommen. Aber das steht so ein bisschen für die Vielfältigkeit halt wirklich von Kalifornien. Ja, und wenn man dann weiterfährt, kommt man in diese wunderschöne Oase Palm Springs. Wir haben hier ganzjähriges, sonniges, warmes Wetter. Im Winter ist es natürlich auch schon mal ein bisschen kühler, aber insgesamt hauptsächlich sonnig. Im Sommer wird es sehr, sehr warm. Die Hauptsaison ist demnach eher im Winter und im Herbst. Man hat hier wirklich eine faszinierende Landschaft aus palmengesäumten Straßen, vielen Golfplätzen, aber auch einfach wunderschöner Natur. Und im Hintergrund halt die Berge. Der ganze Region liegt auf so einem unterirdischen See, deswegen haben die mit der Wasserversorgung nicht so ein großes Problem und haben halt auch viele Quellen, heiße Quellen, liegt auch auf einer geografisch oder geologisch sehr interessanten Ecke, wo immer mal wieder halt das Wasser raussprudelt und entsprechend man hier Oasen hat mit irgendwelchen Palmen, die keiner gießt, sondern die einfach da sind. Palm Springs ist ideal zum Entspannen. Das heißt, wenn man jetzt auf einer Rundreise durch Kalifornien ist, muss man halt auch immer mal wieder daran denken, dass man auch mal ein bisschen relaxen will. Also wenn man so eine Reise plant, dann möchte man ja möglichst viel reinpacken. Aber so 2-3 Nächte auch mal in einer Destination zu verweilen, das kann ich echt nur empfehlen. Und Palm Springs ist wirklich ein perfekter Ort, um sich einfach mal zu entspannen. Wunderschöne Hotels mit tollen Poolanlagen. Wie gesagt, das Wetter ist schön und man kann halt auch im Hinterland sehr viel erleben. Deswegen ist Palm Springs eigentlich wirklich ein idealer Ort, hier zu stoppen. Ja, das war mal der Blick auf das Coachella Valley, unter anderem mit Palm Springs, aber auch noch mit einigen anderen Städten. Dazu gehören zum Beispiel Rancho Mirage, Indian Wells, vielleicht hat der eine oder andere, das war noch nicht so gedacht, das andere schon mal gehört, dann La Quinta, Indio und Coachella. Also es gibt halt insgesamt 9 Orte, die aber mehr oder weniger alle ineinander übergehen, deswegen merkt man eigentlich gar nicht so richtig, wenn der eine Ort vorbei ist. Aber der bekannteste ist auf jeden Fall Palm Springs. Palm Springs hat eine ganz spannende Geschichte. Im letzten Jahrhundert, so 20er, 30er Jahre, als sich die ganze Hollywood-Szene entwickelt hat, haben sich halt die damaligen Promis und Schauspieler, die Gegend von Palm Springs so ein bisschen als zweites Standbein ausgeguckt. Die durften sich nur 2-3 Stunden vom Set entfernen, wollten aber auch mal so ein bisschen unter Licht sein, wollten es natürlich auch schön haben und warm haben. Und so hat sich halt dort die Szene in Palm Springs entwickelt. Die haben sich sehr schöne Häuser da, ziemlich extravagante Sachen gebaut. Das ist diese Mid-Century Modern Art Architektur, die ja sich so ein bisschen in die Natur anpasst mit einfachen geraden Linien. Von außen sieht das manchmal sehr, sehr schlicht aus. Wenn man in die Häuser reinguckt, sieht es dann ganz anders aus. Aber sieht zum Teil auch so ein bisschen futuristisch aus, aber auf jeden Fall ganz, ganz spannend. Genau, und die haben sich dort alle angesiedelt. Zum Beispiel war hier dieses Rat Pack ganz stark vertreten mit Frank Sinatra, Dean Martin, Judy Garland, Shirley MacLaine und natürlich auch Marilyn Monroe. Da war ordentlich was los in der Zeit. Und diese Szene von damals hat sich schon auch irgendwie bis heute gehalten. Auch heute noch gibt es viele, ja, die Reichen, die Celebrities, wer sich es leisten kann, haben hier ihre Zweit- und Dritthäuser und verbringen gerne ihre Zeit in Palm Springs. Entsprechend gibt es hier Fashion-Shows, es gibt Filmfestivals, also auch schon Events, die zu der Szene halt passen. Aber man soll aber auch nicht den Eindruck erwecken,
dass Palm Springs jetzt eine reine Luxusdestination ist. Hier gibt es auch wunderschöne 3-Sterne-Hotels und gerade im Sommer ist hier halt Nebensaison, entsprechend gehen die Preise runter und es gibt halt ganz viel auch, sage ich mal, für ganz normale Reisen. Also es ist nicht alles nur Upscale und super und Luxus. Es gibt hier einfach wunderschöne Ecken, man kann auch die Natur so erleben. Und was immer ganz nett ist, ist zum Beispiel das Palm Springs Village Festival. Das findet immer donnerstags abends statt in Palm Springs. Dann wird der Palm Canyon Drive, das ist so ein bisschen der Rodeo Drive von Palm Springs, wird dann abgesperrt und es gibt Buden, es gibt Food Trucks, es gibt Live-Musik. Dort gehen auch die Einheimischen hin und erleben hier einen netten Abend mittendrin sozusagen. Ja, hier nochmal typisches Palm Springs Bild, einfach ein schöner Pool, ein bisschen relaxen und die Gegend genießen. Wellness ist ganz groß geschrieben hier, viele Hotels haben Wellness-Einrichtungen und wie gesagt, es gibt viele heiße Quellen hier in der Gegend, sodass es halt auch natürlich genutzt wird. Shopping, eingangs habe ich schon Cabazon erwähnt, das ist sicherlich ein Highlight hier in der Gegend, aber auch die einzelnen Städte hier wie Palm Springs oder Indian Wells, die haben alle ihre Shopping-Malls. Vieles findet draußen statt, entsprechend des Wetters. Von daher kann man sich ja auch austoben. Ja, einer von sehr vielen über 100 Golfplätzen, alle wunderschön gelegen. Das ist auf jeden Fall für den Golfspieler hier ein Muss. Bekannt geworden ist Palm Springs natürlich auch durch das Coachella Music and Arts Festival. Das findet immer im April in zwei Wochenenden statt, und da geht halt alles hin, was Rang und Namen hat, ist bei uns inzwischen in den letzten Jahren auch wirklich in allen Glamour-Magazinen, auf Social Media ein ganz, ganz wichtiges Highlight, wo jeder sehen und gesehen werden möchte. Das ist auf jeden Fall ein super cooles Event mit den Bands, die halt in dem Jahr angesagt sind. Das hat Palm Springs sicherlich auch nochmal bekannter bei uns gemacht. Dann gibt es das Indian Wells Tennis Turnier, das im März immer stattfindet, nach den Grand Slam Turnieren sicherlich eines der bekanntesten und besten Turniere hier auf der Tour und das ist immer im März. Ja, hier nochmal ein kleiner Flashback in unsere Tour, angeht. Das war halt relativ früh am Morgen, wir sind dick angezogen, in der Wüste wird es nachts kalt und entsprechend war es dort im Schatten auch noch relativ kalt, aber wir hatten eine tolle Tour. Man kann halt mit Jeeps in die Wüste fahren, sich diese Slug Canyons anschauen und zwischendurch auch immer mal wieder, wie man oben sieht, kleine Oasen entdecken, die wirklich einfach so da stehen, ohne dass da jemand Wasser zuführt. Das kommt einfach, weil dort Quellen sind, wo natürlich einfach Wasser hervorsprudelt. Das bringt auf jeden Fall total Spaß. Dann haben wir natürlich den Joshua Tree National Park hier ganz in der Nähe. Bekannt durch diese Bäume, diese Joshua Trees, aber auch sehr beliebt bei Kletterern und einfach eine faszinierende Landschaft, in der wir hier auch noch ein bisschen rumgewandert sind. Genau, also man kann halt nicht nur die Bäume, sondern hat halt auch viele Felsen, man kann ein bisschen klettern und wandern gehen, macht total Spaß und ist wirklich ganz in der Nähe von Palm Springs. Dann verlassen wir die Wüste wieder und gehen zum Abschluss nochmal nach Santa Monica. Santa Monica als Beachtown ist wirklich das, ich denke mal, ist die Quintessenz von Kalifornien, ist das, was sich jeder unter Kalifornien vorstellt. Also der ganze Lifestyle, total entspannt und lässig und hip und gutes Wetter, der Strand, viel Live-Musik, einfach so, wie man sich das so vorstellt. Nennt sich gerne Beach City von L.A., hat halt tolle Hotels, die direkt am Strand liegen. Überhaupt ist in Santa Monica alles fußläufig zu erreichen. Also wenn man dann einmal mit dem Auto hier angekommen ist, braucht man das eigentlich nicht mehr. Man kann zu den Restaurants laufen, man kann zu den Bars laufen, man kann zum Shoppen laufen. Das ist alles in unmittelbarer Nähe. Und das ist halt das, was Santa Monica dann auch ausmacht. Und ich kann jedem empfehlen, der sich auch L.A. anschauen möchte, würde ich immer sagen, ich würde immer meine Basis eher am Strand wählen und da dann im Hotel bleiben und dann von da aus auf jeden Fall auch nach Los Angeles reinfahren. Aber der Vorteil, wenn man hier nach Santa Monica zurückkommt, ist, dass man nicht noch lange überlegen muss, Mensch, wo gehen wir denn heute Abend essen, sondern man geht einfach vor die Tür und geht so ein bisschen spazieren und findet auf jeden Fall dann das Richtige. Ganz bekannt ist Santa Monica auf jeden Fall durch den Santa Monica Pier, den man hier sieht, mit dem Pacific Park, mit dem Riesenrad und der Achterbahn hier am Strand. Da ist immer ordentlich was los. Das ist so ein bisschen das Wahrzeichen von Santa Monica. Santa Monica ist auch die Start- und Endpunkt, wie man es nehmen will, von der Route 66.
die quer durch die USA führt. Und als es die wirklich noch gegeben hat, war halt hier Santa Monica sozusagen das Ende oder der Anfang. Das ist hier der Park. Von den Entfernungen her ist Santa Monica liegt nur 14 Kilometer vom LA-Flughafen entfernt. Ist natürlich super, wenn man jetzt hier in LA ankommt, dass man da nicht noch lange fahren muss, sondern wenn man jetzt hier übernachtet in Santa Monica, muss man, ist man dann vom Flughafen relativ schnell da. Bis Hollywood sind es 22 Kilometer, bis Beverly Hills 12 Kilometer. Was ganz interessant ist, Santa Monica ist die einzige Beach City sozusagen hier in der Gegend, die auch Metroanschluss hat. Das sollte man auf jeden Fall bedenken und auch gerne nutzen. Der Verkehr in L.A. ist schon ganz schön happig. Und wie gesagt, die Entfernung drüben manchmal so ein bisschen, also man ist da nicht unbedingt in einer halben Stunde in Hollywood. Nee, das kann auch öfter länger dauern, weil hier ist wirklich sehr viel Verkehr. Und dadurch ist eigentlich die Metro eine ganz gute Alternative, wenn man das mal machen möchte. Die fährt halt auch in sehr hoher Frequenz und auch bis nachts, also das kann man auf jeden Fall machen. Ja, der 6 Kilometer lange Strand von Santa Monica ist natürlich das, was Santa Monica ausmacht. Wunderschön hier gelegen. Was wir jetzt gerade ausprobiert haben auf unserer Tour, war Beach Yoga. Das war total cool. Das war direkt hier am Strand. Im Hintergrund die rauschenden Wellen. Vor uns ein sehr netter kalifornischer Yoga-Lehrer. Und so haben wir hier mit der Gruppe sehr viel Spaß gehabt. Und da kann man einfach mal komplett abschalten. Man hört, wie gesagt, nur das Wellenrauschen und Entspannung pur war das. Das hat echt super viel Spaß gemacht. Hier am Strand gibt es einen Fahrradweg, der im Norden bis nach Malibu führt und im Süden über Venice Beach, Torrance Beach, einige Kilometer noch weiter runtergeht. Und das kann man wirklich super machen und hier mal so ein bisschen in das ganze Beachleben eintauchen und nicht einfach nur mit dem Auto durchfahren, sondern ganz entspannt mit dem Fahrrad das so ein bisschen auf sich wirken lassen. Also man kann normale Fahrräder ausleihen, man kann aber auch E-Bikes ausleihen. Also die Auswahl ist groß. Sieht hier auch viele von den früheren Disco-Roller haben uns hier auch, sind uns hier auch sehr viel begegnet. Also die Auswahl ist riesengroß. Und es macht total Spaß, hier so ein bisschen lang spazieren zu gehen. Hier im Hintergrund sieht man halt auch einige der Hotels, die halt wirklich hier direkt am Strand liegen. Ja, Surfen ist natürlich auch ganz groß. Mir macht es immer total viel Spaß, nicht morgens, gerade wenn ich gerade angekommen bin, brauche ich immer so ein bisschen, um mich an die Zeit, den Zeitunterschied zu gewöhnen und bin immer relativ früh wach. Und dann liebe ich mich morgens an den Strand zu setzen und die Surfer zu beobachten, die oftmals wirklich vor der Arbeit hier noch ein paar Wellen mitnehmen und dann anschließend in ihren Tag starten. Das finde ich sehr beneidenswert. Santa Monica, wie ich schon sagte, sehr hip und cool. Einfach spannende Leute, wenn man hier im Café sitzt oder im Restaurant draußen, ist es auch einfach spannend, die Leute zu beobachten. Das ganze Treiben hier total angenehm, aber auch nicht super schick oder so. Also man fühlt sich wirklich wohl. Das ist eine total entspannte Atmosphäre. Das ist auch was, wofür Santa Monica sehr bekannt ist. Die Murals hier in der Stadt, einfach farbenfroh und bunt an vielen Häusern, ja, die auch ganz viel von Santa Monica ausmachen. Die ganze Restaurantszene hier ist auch auf jeden Fall berühmt und lohnt sich auf jeden Fall entdeckt zu werden. Es gibt sehr viele Farmers Markets, das ist in Kalifornien ein sehr, sehr großes Thema und hier in Santa Monica wirklich an verschiedenen Stellen, mehrmals in der Woche, kann man hier ganz frische Produkte aus der Gegend kaufen und auch viele Restaurants bedienen sich dieser Produkte. Ja, tolle Restaurants hier und natürlich viele Bars, Rooftop-Bars, Clubs und sowas, aber einfach auch eine ganz tolle Restaurantszene. Das ist die Fußgängerzone von Santa Monica, die berühmte Third Street Promenade, mit vielen Geschäften, aber auch einfach total nett gemacht. Auch hier immer viele Live-Musiker, die man sehen kann. Und am Ende oder am Anfang, je nachdem, wie man es betrachtet, dieser Fußgängerzone ist die Santa Monica Mall, wo halt auch viel draußen stattfindet. Oben ist der Food Court, von dort aus hat man einen wunderschönen Ausblick auf den Pazifik und auch hier Geschäfte, alles, was das Herz begehrt, möchte ich mal sagen. Und auch hier möchte ich enden mit einem wunderschönen Sonnenuntergangsbild. Das ist einfach unschlagbar hier am Pazifik. Ob man dann dabei am Strand sitzt oder in einem der tollen Bars hier in Santa Monica, das ist einfach was zu Santa Monica dazugehört und einfach wunderschöne Farben hervorbringt und eine ganz tolle Stimmung. Ja, damit bin ich eigentlich am Ende meiner Reise.
hoffe, ich konnte sie ein bisschen begeistern und sie planen schon in Gedanken ihren nächsten Urlaub. Und wenn es Fragen gibt, ja. Ja, genau. Da wollte ich doch jetzt mal kurz einhaken. Du hast ja eben gerade schon ganz toll gesagt, das finde ich übrigens auch immer wunderbar in Los Angeles mit dem, also Santa Monica und an den Nachbarorten mit dem Fahrrad so eine Tour zu machen. So eine Tagestour ist immer wahnsinnig. Eine Frage kam tatsächlich zu San Diego aus. Welche Fortbewegungsmittel sind empfehlenswert? Und auch da würde ich durchaus mal eine Tour mit dem Fahrrad machen, oder? Ja, also San Diego geht sicherlich auf jeden Fall auch mit dem Fahrrad. Das öffentliche Verkehrssystem von San Diego ist jetzt, würde ich mal sagen, typisch amerikanisch. Auf Busse oder sowas würde ich mich da nicht verlassen. Was natürlich in den USA immer geht, ist Uber. Also diese Taxi-Alternative, die deutlich günstiger ist als ein Taxi. Gerade wenn man mit mehreren Personen unterwegs ist und abends nochmal ins Restaurant fährt, ist das eigentlich eine sehr einfache Variante. Also das ist ja so, dass man dann einmal sich so ein Konto einrichtet und dann die Strecke halt bucht. Man sieht sofort, was es kostet. Und dann kommt der Fahrer und holt nur mich ab. Also wenn ich den bestellt habe, der würde keinen anderen mitnehmen. Und genauso kann ich dann auch wieder zurückfahren. Und bei mehreren Leuten lohnt das auf jeden Fall. Was es in San Diego auch noch gibt, ähnlich wie in allen anderen Städten, ist so eine Hop-on-Hop-off-Geschichte. Das ist aber kein Bus, sondern der nennt sich Old Town Trolley. Das ist ein Gefährt, was so ein bisschen aussieht wie so ein Cable Car, ist aber motorisiert. Der hat halt, glaube ich, so 15, 20 Stops in San Diego. Und da kann man halt auch so ein Tagesticket kaufen. Der fährt halt quer durch die Innenstadt. Der hält am Balboa Park, der hält am Hotel del Coronado. Also also große Auswahl. Damit kriegt man eigentlich an einem Tag, wenn man jetzt noch nie in San Diego war, einen sehr schönen Überblick, muss sich keine Gedanken machen, wo man parkt und kann sich viele der Attraktionen anschauen. Und sehr schön. Und dann ist Angret schon auf die Frage der Temperaturspanne in Palm Springs eingegangen, wo sie so sagt, im Hochsommer 30 Grad, da würde ich sagen, und mehr ist richtig, Angret. Da würde man sagen, plus, plus, plus. Mhm. Ich bin im Ende März, Anfang April 22 in Palm Springs gewesen und habe an dem Tag Golf gespielt und wir haben bei 37 Grad Golf gespielt. Das war natürlich sehr heiß, aber es ist einfach toll, auch in diesen Zeiten, so diese gerade diese Gebiete, die du jetzt besprochen hast, wie San Diego, Santa Monica, Palm Springs, eignen sich extrem gut für die für die sogenannte Off-Season, das heißt also in den Monaten Fall. So Oktober, November, Dezember, bis in den April, Mai eigentlich. Im Sommer ist es dann wirklich schon sehr warm, aber auch da immer trockene Wärme und angenehm. Genau, das stimmt schon. Und man hat halt zum Beispiel, wenn man jetzt im September, Oktober da ist, das haben wir auch schon öfter mit der Familie gemacht, dann hat man wirklich noch, eigentlich ist es noch Sommer, aber der Strand ist wirklich leer, da ist nicht viel los. Also im Sommer sieht das natürlich ein bisschen anders aus in der Hauptferienzeit, aber wenn man jetzt im September, Oktober da ist, dann ist man da, ist das ganz total toll. Entspannt. Ja. Ja, das waren auch tatsächlich die Fragen. Genau. Ich schwärme natürlich immer von den Golfplätzen, über 100 Golfplätze. Das ist in Palm Springs, das ist wirklich unglaublich. Man hält es nicht für möglich. Und auch nochmal der Tipp, den Steffi eben schon, glaube ich, erwähnt hat, aber die Green Fees für die Golfer sind natürlich im Sommer besonders niedrig. Da kriegt man teilweise noch ein Dinner dazu, wenn man tagsüber Golf spielt auf den Plätzen. Also und dann erlebt man wirklich die tollsten Plätze, die man sich vorstellen kann. Ja, gut. Herzlichen Dank. Da war noch eine Frage, glaube ich, jetzt habe ich gerade gesehen, bezüglich Restaurants, Vergleich LA, San Diego. Ich würde mal sagen, das macht keinen großen Unterschied. Also es kommt halt auch immer so ein bisschen drauf an, sowohl in LA als auch in San Diego, wo ist man da? Ne? Also es gibt natürlich überall High-End und es gibt überall auch einfache Sachen, die trotzdem total lecker sind. Von daher glaube ich nicht, dass es da so einen großen Unterschied gibt. Preislich, ja, ist natürlich auch die ganze Bandbreite da, aber wenn man jetzt irgendwo in Old Town in so ein ganz ursprüngliches, nettes, mexikanisches Restaurant geht in San Diego, das hat man sicherlich weniger, als wenn man jetzt irgendwo in so ein High-End-Restaurant irgendwo im Gaslamp oder sonst wo geht. Also, aber die Spanne ist halt groß und
halt auch schwierig, da jetzt einzelne Sachen rauszupicken. Aber also wir waren zum Beispiel, als wir jetzt in Santa Monica waren, waren wir einen Abend im Gateway Hotel. Das ist eins der günstigeren Hotels in Santa Monica im Drei-Sterne-Bereich. Und da ist im Anschluss an das Hotel sozusagen ist ein Restaurant, was von einer Köchin geführt wird, die halt auch im Fernsehen auftritt. Eine total spannende, lebhafte, total sympathische Frau, die auch direkt rauskam. Das Essen war perfekt und absolut lecker, aber auch jetzt nicht überteuert. Also das, die hatte einfach Spaß an der ganzen Sache und ist halt auch rausgekommen und hat erzählt und gemacht und hat selber mit Teller abgeräumt und schon irgendwie eine Persönlichkeit, eine bekannte Persönlichkeit, aber trotzdem jetzt nicht ein super Upscale-Restaurant gewesen. Mhm. Ja. Ja, sehr schön. Herzlichen Dank, Steffi. Gerne. Kolja, ich glaube, dann machst du weiter, ne? Ja, genau. Dann freuen wir uns über die rege Beteiligung und sind natürlich jetzt auch gespannt noch auf die Antworten auf das Gewinnspiel. Und wir haben drei Fragen und wahrscheinlich können Sie die beantworten. Sie tun das am besten über den Chat. Und zwar sind unsere drei Fragen, mit denen Sie einen Reiseführer Kalifornien von 360 Grad Medien und einen 100 Euro Canusa Reisegutschein gewinnen können. Erstens, wie heißt der riesige Park in San Diego, in dem sich unter anderem auch der San Diego Zoo befindet? Die zweite Frage ist, wie nennt sich das Tal, in dem sich Palm Springs befindet? Und drittens, wie heißt die, ich will schon fast sagen, berühmte Fußgängerzone von Santa Monica? Wer heute Abend wirklich aufmerksam dabei war, dem sollte das keine Probleme bereiten, dies zu beantworten. Und wir freuen uns auf richtige Antworten. Und mal schauen. Die Zeit, Kolja, nutzen wir, ja, um eine weitere Frage, die hier eben aufgekommen ist, zu kommentieren. Nämlich die Frage nach der empfohlenen Aufenthaltsdauer in der Region im Rahmen einer klassischen Kalifornien-Rundreise. Ich sag mal, Steffi, ich greife noch mal ein Stück vielleicht vor und du kannst das gleich noch mal kommentieren. Also man kann in dieser Region, die Steffi heute angesprochen hat, wirklich einen kompletten Urlaub verbringen. Das kann bis zu 14 Tage dauern. Das ist natürlich wirklich, hängt davon ab, was man machen möchte. Palm Springs aus kann man den Joshua Tree besuchen. Man hat die Nationalparks in der Nähe. Man hat die Küstenregion, von der du gesprochen hast, eben. Also da kann man eine Rundreise machen, die wirklich auch 14 Tage jeden Tag total ausfüllt mit tollen Erlebnissen. Aber man kann das natürlich auch kürzer machen. Keine Ahnung, in Los Angeles oder Santa Monica nur 2-3 Nächte bleiben. Aber ich empfehle eigentlich wirklich immer, wenn man überhaupt Los Angeles machen möchte und wenn man überhaupt Santa Monica machen möchte, dann muss man mindestens so 2-3 Tage, auch volle Tage dafür bringen und eben 3-4 Nächte auch dann planen. Weil ansonsten man für die Stadt und für die Region gar keinen richtigen Eindruck bekommt. Palm Springs reichen vielleicht tatsächlich 2-3 Nächte auch, aber so in dem Rahmen würde ich das machen. San Diego gehört natürlich auch dazu, dann in diese 2-3 Nächte in diesen Prozess oder Ablauf. Oder würdest du das anders sehen? Genau, das würde ich auch sagen. Wie gesagt, man kann auf jeden Fall eine zweiwöchige Tour dort machen. Also ich kann für jedermann, also ich kann es auch total empfehlen, für Familien, wir sind selber mit unseren Kindern, als sie auch noch kleiner waren, war das ein perfektes Ziel, es sind keine großen Distanzen, die drei Destinationen liegen ungefähr 2-3 Stunden voneinander entfernt jeweils und das ist eine Distanz, die man natürlich mit kleineren Kindern auch super machen kann, aber nicht nur als Familie, auch so ist das, glaube ich, eine Region, wo man super nett und entspannt wirklich 2 Wochen verbringen kann. Aber ich weiß ja, dass viele eben auch noch mehr reinpacken wollen, man natürlich, wenn man dann vor Ort ist, noch länger bleiben will. Aber ich finde auch immer so, 2 Nächte sollte man schon mindestens bleiben, weil man ist ja sonst auch nur am Packen. Also man kommt dann an und dann muss man schon wieder raus und dann kriegt man eigentlich von der Destination selbst gar nicht so viel mit. Deswegen so 2-3 Nächte sind schon super. Und viele
haben oder in vielen Programmen ist dann San Diego auch nicht automatisch dabei. Aber ich kann das wirklich nur empfehlen. Also wenn man schon in der Gegend ist, nicht nur bis LA zu fahren, sondern auf jeden Fall diese 3 Stunden extra nochmal zu fahren und nach San Diego runterzufahren, weil das einfach eine völlig faszinierende Stadt ist und sicherlich eines der Highlights von Kalifornien. Und wenn man Wohnmobil unterwegs ist, vielleicht kann ich das noch ergänzen, dann ist es natürlich ganz toll, wenn man auf einem der wirklich super Campingplätze im Joshua Tree bleibt und von da aus dann nach Palm Springs oder Palm Desert fährt. Das ist eine sehr, sehr interessante Tagesetappe. Und wenn man dann zusätzlich den Joshua Tree noch kennenlernt, das sind eben 2, 3 sehr, sehr ausgefüllte Tage. Und als mit dem Wohnmobil auf einem der Campgrounds, die da um den Joshua Tree und im Joshua Tree sind, zu bleiben, ist wirklich ist ein ganz besonderes Highlight. Genau, auf jeden Fall würde ich auch noch empfehlen, wenn man in Hotels unterkommt, auf jeden Fall Zeit einplanen, um sie auch am Pool zu verbringen. Ist ja schade, wenn man ein tolles Hotel bucht und gar nicht den Pool nutzen kann. Vielleicht einfach auch mal mit einem guten Buch ein bisschen ausruhen. Worauf man auf jeden Fall dann auch noch hinweisen kann, ist, dass auch im Winter die Pools nutzbar sind. Also wenn jetzt nicht gerade ein Whirlpool im Hotel vorhanden sind, sind auch die Pools immer erwärmt. Also um die 26, 27 Grad. Also auch selbst im Winter, wenn es tagsüber oder morgens vielleicht noch etwas kühler ist, kann man die Pools trotzdem benutzen. Also von daher, das geht auch im Winter. Und da wir nun gerade da waren, im Winter eigentlich eine schöne Reisezeit. Es war wirklich nirgendwo voll. Und wie gesagt, diese wunderschönen Sonnenauf- und Untergänge am Pazifik sind wirklich ganz, ganz toll. Also das ist auch eine schöne Reisezeit, um auch ein bisschen so den Massen vielleicht auch mal zu entkommen. Und dann fragt Claudia König, also es ist jetzt so, dass wir richtig Zeit haben zur Beantwortung der Fragen, der Verlosung. Da kann man natürlich jetzt richtig ausgiebig Zeit, weil wir zwischendurch hier noch Fragen bekommen. Und wie denn unsere Meinung zur Entwicklung der Mietwagenpreise in USA ist, derzeit seien sie noch 3-mal so hoch wie vor der Pandemie. Das ist nicht mehr so. Die Situation bei den Mietwagen hat sich grundsätzlich entspannt von letztem zu diesem Jahr. Das ging ja im letzten Jahr vorwiegend damit zusammen, dass die Kapazitäten der Vermieter stark zurückgegangen sind, weil vorher die Fahrzeuge während der Pandemie verkauft worden sind. Mittlerweile sind die Flotten wieder aufgebaut. Und wir haben gerade heute wieder von einem Vermieter reduzierte Preise bekommen. Also von daher kann ich immer nur sagen, im Rahmen unserer Pakete, die wir anbieten, sind die Preise doch nicht mehr mit den relativ hohen Preisen im letzten Jahr zu vergleichen. Im letzten Jahr sind die Preise besonders in dem dynamischen Bereich, das heißt, wo man von der Kapazität der Fahrzeuge die Preisgestaltung abhängig machte, sehr hoch gewesen, weil eben einfach wir teilweise auf Hawaii zum Beispiel Buchungsstopp gehabt haben. Da konnten wir bestimmte Monate gar kein Fahrzeug mehr buchen, weil alles ausgebucht war. Diese Zeit, das ist zumindest unsere Erwartung und so sieht es im Moment aus, ist vorbei und die Preise sollten sich auch in bessere Richtungen bewegen. Ich kann vielleicht noch irgendwas dazu. Ja, genau, die Frage noch, ob die Preise günstiger sind in San Diego oder in Los Angeles. Ach so, genau. Genau, die sind tatsächlich genau gleich, weil Kalifornien eigentlich insgesamt den gleichen Tarif hat. Also von daher ist es egal, ob man in San Diego oder in Los Angeles übernimmt. Was man auf jeden Fall überlegen sollte, wenn man beispielsweise in Los Angeles am Anfang übernimmt, wenn man vielleicht dort das Auto nicht so viel nutzt, weil man eher am Strand sich aufhalten möchte, dann das Auto auch erst zu übernehmen, wenn man auf seine Rundreise geht. Dadurch kann man auf jeden Fall nicht nur die Kosten fürs Fahrzeug sparen, sondern auch die Kosten für den Parkplatz im Hotel. Das sollte man auch berücksichtigen. Und von daher, also man kann auch teilweise in den Städten in Downtown übernehmen. Das geht jetzt nicht in LA und in San Diego, aber in anderen Städten. Und dann braucht man also nicht nochmal wieder raus zum Flughafen zu fahren. Aber da sind unsere Reiseberater dann stehen mit Rat und Tat zur Seite und bieten ihnen wirklich das an, was am meisten Sinn macht. Und wir können doch zwischen den Städten, von denen wir heute sprechen, auch kostenlose One-Ways anbieten, richtig? Das ist korrekt, ja. Ne? Ja. Genau. Aha. Das war doch schön, dass wir jetzt noch ein bisschen das ausschlafen können. Aber jetzt wieder zurück zur Verlosung. Ja,
Wir haben hier unsere Lostrommel aktiv gehabt und haben zwei Gewinner auserkoren. Ganz viele richtige Antworten, darauf möchte ich noch mal kurz eingehen. Der große Park in San Diego heißt natürlich Balboa Park. Das Tal, in dem sich Palm Springs befindet, ist das Coachella Valley. Und die Fußgängerzone in Santa Monica heißt Third Street Promenade. Ganz viele richtige Antworten. Es war deshalb das Glück natürlich mit im Spiel, wer jetzt gewonnen hat, und zwar ein Reiseführer für Kalifornien von 360 Grad Medien, den wir auch sehr empfehlen können, und einen 100-Euro Reisegutschein für Ihre nächste Buchung bei Canusa haben gewonnen. Und wir bitten die Gewinner, sich dann per E-Mail an marco@canusa.de zu wenden. Nicht Marco, der Name, sondern M-A-K-O, das steht für Marketing Kommunikation. @canusa steht auch hier auf dem Bildschirm. Und zwar einmal Katja Nüsken hat gewonnen. Und da sehe ich gerade, die hat auch hier, genau, die hat auch eine Reise schon geplant, 3 Wochen geplant. Sie ist San Francisco, San Diego, Las Vegas. Das ist witzig, dass ich das jetzt gerade hier im Bildschirm sehe. Und gewonnen hat außerdem Frank Jansen. Katja und Frank, herzlichen Glückwunsch. 100 Euro Reisegutschein und einen Reiseführer jeweils zu Kalifornien von 360 Grad Medien. Und damit wünschen wir zum einen schönen Abend, heute Abend. Dann eine schöne Reiseplanung, wo immer es auch hingehen mag. Vielleicht ist der eine oder andere Fan neu gewonnen für den Süden Kaliforniens oder wieder angefixt, auch als Wiederholer dort nochmal hinzugehen. Das passiert uns natürlich auch immer wieder, dass wir solche Regionen auch vielfach besuchen und immer wieder etwas neu entdecken, auch dank der Informationen von Steffi, die sie uns immer wieder liefert. Dir, Steffi, in diesem Sinne auch vielen Dank für deine Zeit heute Abend. Und dann möchten wir es nicht versäumen, auf unser nächstes Webinar hinzuweisen. Das findet nämlich statt am Donnerstag, den 2. Februar. Den Anmeldelink dafür und finden Sie im Chat und bekommen auch im Nachgang noch eine E-Mail mit der Aufzeichnung des Webinars. Wenn Sie also irgendwelche Informationen noch einmal genauer nachschauen, nachhören, nachsehen möchten, geht das dann über die Aufzeichnung. Sie bekommen also im Nachgang noch eine E-Mail, wahrscheinlich morgen. Und damit hat uns... Ja, vielleicht eine Sache, ich finde... Noch eine Frage. Julia, nee, nicht Frage, sondern Julia hat eben gerade nochmal den Hinweis gegeben, dass das erste Webinar für diejenigen, die es vielleicht verpasst haben, wo es um Sonoma und San Francisco ging, dass wir da im Chat jetzt eben gerade noch den Link zu dieser Aufzeichnung gepostet haben. Und das finde ich, war ja auch ein sehr schönes Webinar für diejenigen, die es vielleicht verpasst haben. Genau, da war Steffi ja auch dabei. Ja, genau. Beim nächsten Webinar geht es in die Berge von Kalifornien, in die Nationalparks, zum Yosemite Nationalpark, an den Lake Tahoe und nach Mammoth Lakes. Eine ganz andere Seite von Kalifornien, aber auch total wunderschön. Ja. Das schließt dann auch unsere Trilogie zu Kalifornien der Webinare ab, die uns durch den Winter führt und ja, reichlich Stoff für Reiseträume und Reiseplanung bietet. Dafür stehen wir Ihnen an unseren 7 Standorten immer zur Verfügung. Freuen uns auf jeden Kontakt, auf jeden Austausch, auch auf unseren Social-Plattformen, auf Facebook, Instagram, Pinterest oder YouTube, wo Sie uns überall finden. Wenn Sie stetige Informationen haben möchten auf wöchentlicher Basis, melden Sie sich gerne für unseren Newsletter an, wenn Sie das nicht schon gemacht haben. Und ansonsten freuen wir uns auf jedweden Kontakt und auf den 2. Februar.